Hallo ihr Lieben, da sind wir mal wieder und wir haben euch was zu berichten. Wir haben uns jetzt nochmal zusammengesetzt und haben über unseren Kanal nochmal ein bisschen philosophiert und sind seit dem ersten Live-Chat, den wir geführt haben, weil ihr ja online auch schon gesehen habt, zu dem Entschluss gekommen, dass wir uns durch eine Story etwas mehr vorstellen wollen, von unserem Leben erzählen wollen. Das soll dann in Form von, wo wir dann zurück an die Orte gehen, die markant waren in unserem Leben. Das wird dann so ein bisschen auch auf Seatzeilen aufgebaut, dass das also nicht so eine trockene Diskussion ist. Ja. Dann werde ich das in einer separaten Playlist mit fortlaufender Nummer, dass man also vom ersten Tag an bis zum letzten alles gut verfolgen kann, auch wenn man neu dazustößt. Dann werden wir natürlich weiterhin recherchieren und neue Informationen bringen zum Thema Auswandern in die Türkei. Das ist das andere und die Planung in die Zukunft. Und wir wollen das Live-Chatting auch noch ein bisschen ausbauen, aber da sind wir noch nicht so ganz schlüssig, an welchen Tagen wir das machen. Da werden wir euch nochmal separat informieren. So, jetzt wollte ich das Wort nochmal an meine Frau geben, die wollte euch auch noch etwas dazu sagen. Ja, hallo ihr Lieben, auch von mir. Ganz liebe Grüße an unsere Abonnenten. Die Live-Schalte, die der Ralf gerade angesprochen hat, ist zumindest aus den Kommentaren ersichtlich ganz gut angekommen. Ja, der Gedanke, unser Leben als Story aufzunehmen, daher rührt ja auch unser Name, das Leben, Living Alanya. Ja, wir haben das nicht direkt zu Beginn gemacht, wir sind halt auch unsicher. Wir sind Greenhorns. Ja, und wir wissen halt auch nicht, ist das überhaupt gewünscht? Habt ihr Bock auf sowas? In den anderen Videos über die Türkei, das läuft natürlich weiter, hat Ralf ja auch schon gesagt. Insbesondere nächstes Jahr, wir haben uns einiges vorgenommen, wenn wir unsere Urlaube unten verbringen, was wir da machen wollen und dann natürlich für euch filmen werden und auch hochladen werden. Ja, jetzt fände ich es ganz toll, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, hier unter diesem Video. Ob euch das interessiert? Ja, damit wir auch so ein bisschen so eine Orientierung haben. Gut, im Live-Chat kam der Wunsch, erzählt mal ein bisschen über euch. Ein Vorschlag war auch super, Vorankündigungen zu machen, damit mehr sich beim Live-Chat einbringen können. Viele haben den halt auch verpasst. Es sind auch schon Fragen gekommen bezüglich Rente etc. Die Themen werden wir auch aufgreifen, da sind wir gerade dabei. Da muss ich also noch ein paar Sachen recherchieren, das ist doch also Hieb- und Stichfest ist, was wir da erzählen und dann nicht irgendwas aus dem blauen Dunst heraus. Ja, Thema Steuern ja. Werden wir auch angehen, weil da sind uns ein paar Dinge aufgefallen. Ja, wie gesagt, schreibt doch mal bitte in die Kommentare, was ihr so über unser Vorhaben denkt. Ich gebe nochmal an den Ralf. Ja, vor allen Dingen teilen, damit es noch mehr Leute gibt, die uns zusehen können, die sich natürlich auch dafür interessieren. Das sieht man ja dann, wer bleibt, der ist interessiert, wer dann wieder weg ist, gut. Man kann es nicht allen recht machen, es sind auch unterschiedliche Interessen da. Ja, abonnieren natürlich, dass man immer auf dem neuesten Stand ist, wenn ein neues Video rauskommt. Die Glocke. Die Glocke, dass man also wirklich dann auch zeitnah dabei sein kann. Ja,
und dann warte ich mal auf eure Reaktion. Das war es dann erstmal wieder von uns. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, ja, von eine mir schöne auch. Restwoche und wir melden uns wieder. Okay. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.